Hi Freunde, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wir sind gerade ein bisschen am Ausstatten hier. Ah, da. Nein, ah, verdammt. So, hier können wir die nämlich ein bisschen besser sehen. Wie die aussehen. Irgendwie gar keiner, ganz ehrlich. If you have any questions, you just let me know. So, schauen wir mal Hüte. Ah, das sieht doch ganz gut aus. And all of mine will change it for the better. You might just be the best-looking man in town wearing that, excluding yours truly, of course. So. There are a few colors you can go with for this one. This or this? No, that should fine aus. I feel almost human. Hemden. That is one of my favorites. Weste dazu. My, I really think it's perfect for you. Können wir da schon ein bisschen Konkurrenz machen im Aussehen? Now that goes with just about any outfit. Eine Hose. What color speaks to you? Ah, verdammt. Verdrück mich da immer. Come now, don't doubt yourself. That looks excellent on you. Was Stiefel haben wir eh schon? Handschuhe haben wir auch. Eine Krawatte dazu. There are a few colors you can go with for this one. Da fehlen nur noch die Sporen. What color speaks to you? Ja, vielen Dank. That should be good. Thank you for coming. Jetzt haben wir Style. Mann, blödes Pferd, dreht hier nicht um. Zu großer Wendegras. Okay. Dann, wir haben ein Kopfgeld zu holen. Wir haben gerade einiges ausgegeben.
Aber für die kriegen wir auch wieder ein 100, oder? Also. Ja, Verzeihung, gehen Sie halt aus dem Weg. Meine Güte. Leider verliert man Hüte ja oft so einfach wieder. Da muss man so aufpassen. Echt ein schönes Städtchen hier, St. Denis. Das bekommen. Nein. Das ist auch gut, ne? Wir plündern die, der nimmt irgendwas, wir bekommen aber nichts stattdessen. Das ist nicht schlecht für unseren Ruf. Weil sieht uns doch keiner dabei, also verstehe ich das auch nicht so ganz. Unser neues Quantum Guard streckig machen. Graureihe, hm? Kanada-Reihe, so. Okay. Hm. Federn, Wildvogelfleisch und alles, okay. Zurück. Na, solange sie uns in Ruhe lassen, wenn sie hier mit uns anlegen, haben sie ein Problem. So, dead or alive. Wir versuchen natürlich, sie Leben zu bekommen. So, müssen wir wohl gleich da sein. Whoa.
Blinze sind eher okay. Tot oder lebendig gesucht. Okay, ja, versuchen wir es mal mit lebendig. Oh. Oh. Easy, easy. Also Fuchs. Alter, der Fuchs, die spawnt einfach. Willst du mich verarschen? Lol, der despawnt einfach. Wenigstens haben wir unseren Pfeil wieder. Also, warte mal. Da haben wir sie, unser Springfield. Ich schätze mal, der Kollege wird da irgendwo drinnen sein. Wir werden uns da ein bisschen. Ups. Da wird sich natürlich nicht freiwillig ergeben. Das hoffentlich nicht zu dem. Suche das vor. Schaden, das ist blöd. Da sind definitiv Vorräte drinnen. Irgendeine Falle. Oder ist er das, was ist er dieser? Lindsay Wofford? I got here a warrant for your arrest. The other thing, if it comes to it. A federal warrant? No, no, no. That don't mean much in this awful territory, mister. We've been. We need a man on the trigger! Get him! Got here, Lindsay! Get your place! Das glaube ich nicht, Kumpel. Die Frage ist nur, wer ist es? Ich will ihn ja nicht killen. Nein! Ach, das war er schon. Verdammt. Kriegen wir sicher weniger. Oh. Gibt es da noch Munition und alles? Ah, da drin ist eine Waffe. Warum muss doch immer schreien? Mann. Irgendwo ist hier eine Waffe, die müssen wir unbedingt finden. Panther.
unterirdisch vielleicht noch was. Da sieht man nichts, dann schaut nicht so aus, ob das unterirdisch gehen würde, aber. Oh, da ist auch ein Typ. Ja, das Gewehr ist auf jeden Fall sehr gut. Oh, scheiße. Silberring mit Emblem. Zumindest kriegen wir dafür ein bisschen Geld. Alter, Maschinengewehr. Okay. Fetzt die komplett. Ich denke mal, das Maschinengewehr ist gut. Ah, das sind diese Räuber. Okay, verstehe. Da geht's nach unten. Jedenfalls wieder runter und stirbst. Na, wo zum Henker ist diese Waffe? Irgendwo schreit die ganze Zeit ein Pferd. Alter, von denen ist ja nichts mehr übrig. Warum schreibt das Pferd da unten die ganze Zeit wie im Spieß? Hey! Komm, ich kümmere mich um dich. Dann hau halt ab. Aber hör auf hier rumzuschreien. Siebte Zeit eigentlich. Oh, Part ist auch gleich wieder zu Ende. Dann müssen wir irgendwo das Ding suchen. Diese Waffe. Bin dann. Ah, ein bisschen den Kopf verloren. Nur nicht den Kopf verlieren. Ha! Aber dachte, dass das auch gegangen wäre, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Wo ist jetzt diese motherfucking Waffe? Das gibt's doch nicht. Hier ist nichts.
Verdammt. Why? Muss eine Waffe sein. Oder? Ja. Ist aber keiner. Schon wieder ein Bug. Ah, damit können wir aber sowohl Löcher reinschießen. Das Problem ist, die Waffe ist nicht in diesem Fass. Das ist wohl auch nicht im anderen, oder? Nee, da kommen wir nicht ran. Scheiße. Was für ein Fuck. Das ist wahrscheinlich genauso einfach zum Boden geglitscht und weg. Aber wir haben den Kollegen hier erledigt. Hoffentlich kriegen wir wenigstens $50 für ihn, okay, wenn er tot ist. Gut, Freunde, aber das war's auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.